So, Reinigung. Wir haben hier drei Geräte und wie reinigen wir das? Wie schnell geht das? Ich bin gespannt. Das ist jetzt kein Tutorial, sondern also Tutorial insofern, dass ich gelesen habe, wie es geht, aber wir werden es jetzt praktisch rausfinden. Okay, die Rollen gehen wahrscheinlich am schnellsten. Ja. Also ich habe jetzt hier Kurkuma, Möhren, Minze und das Zeug gemacht. Okay, einfach nur ein klares Wasser abspülen. Geht alles Dings. Sollte hier irgendwas verkleben oder sowas, keine Ahnung, ob das jemals passieren kann, dann kann man hier auch wahrscheinlich relativ easy mit einer Bürste das so rausschrubben. Also hier 5 Sekunden. Das Ding sowieso abspülen. Aber das Entscheidende wird sowieso das letzte Teil sein. Das ist das, was bei jedem Entsafter, den du kaufst, immer das Problem ist. Das Ding, wo das Sieb dran ist. Na, schauen wir mal. Also es gibt hier eine klare Abfolge, wie man das macht. Erstens, wenn hier vorne Trester drin ist, dann rausholen mit dem Finger. Hier ist kein Trester drin, manchmal sammelt sich hier vorne was. So, wenn du zum Beispiel nur Weizengras machst, sammelt sich hier vorne was und das holst du einfach mit dem Finger raus. Deswegen sind auch die Kuppen drin, gehst hier mit dem Finger rein, zack, raus. Zweiter Schritt, das ist natürlich alles mitgeliefert, gibt's das Ding. Damit tust du bei den Rollen außen das Abschaben. Das ist durchaus wichtig, weil wenn du das nur abspülst, bleibt die Faser, die quasi von außen über das Loch nach innen geht, bleibt drin. So zerstörst du dann quasi das, was halt noch dann da ist, was so schwer abzuspülen geht. Also im Endeffekt Wasser an und dann einfach mit dem Schaber das abschaben. Und das auf beiden Seiten. Und das erscheint so ein bisschen wie, ach ja, kann man auch weglassen oder sowas. Aber das macht es viel, viel einfacher dann zu reinigen. Also das ist der erste Schritt. Gut, dann einmal durchspülen. Ja, generell für oben das, was alles, was so einfach abgeht. Das ist auch das Große. So. Und jetzt ist im Endeffekt der Schritt, von dem alle reden. Du nimmst halt eine Bürste. Man bekommt jetzt zwei Bürsten mitgeliefert. Die und die. Eines für innen, eines für außen. Und man kann aber auch die für innen, natürlich auch für außen nehmen. Aber dann einfach Wasser anschalten und von innen rein, raus, ein bisschen drehen, wie wenn man Dreads macht zum Beispiel. Gut, die wenigsten von euch werden Dreads machen. Genau, einfach so. Fühlt sich alles so relativ stimmig und einfach an. Und dann von außen, viele machen das dann ja von außen mit der Bürste. Ja, geht eigentlich super gut. Das ist eigentlich die Bürste noch mitgeliefert. Aber so, ich habe jetzt 20 Sekunden gemacht. Jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Es war voll verfasert. Seht ihr das? Und eine Scheiß. Also ich nehme alles zurück, was andere Leute bei YouTube gesagt haben mit der Reinigung. Oh. Guckt euch das an. Also es war wirklich so easy. Das waren, lass es mal, eine Minute, wenn es hochgeht, gewesen sein. Und das ist alles sauber. Und da war, wie gesagt, Kurkuma, Möhren, Minz, also auch fasrige Sachen drin. Da war ja eigentlich alles so, was ich immer nehme. Und das ist einfach nur ganz, ganz einfach. Und das war's mit der Reinigung. Fangen wir am besten an mal mit der Solostar. Letztlich ist es bei allen Entsaftern meistens so, dass das Problem dieses Teil ist, was am meisten der Reinigung braucht. Das ist halt echt Pain in the Ass. Ja, da hilft nichts außer anstellen, machen und im Endeffekt die ganze Zeit von außen und von innen reiben. Das Problem beim Solostar und bei vielen anderen ist, dass du hier Sieb hast, dann eine Erhöhung von Plastik, dann wieder Sieb, dann eine Erhöhung von Plastik. Das ist das Problem, dass du nicht einfach so rundherum machen kannst, sondern dass es dann immer hoch, runter geht und an den Rändern natürlich du so machen musst, so und irgendwie versuchst dann wie beim Zähneputzen hinter jedes Loch zu kommen. Das heißt, das ist halt echt schwierig und ich kann euch jetzt schon mal vorgreifen. Ich reinige das jetzt, aber ich werde es nicht wirklich 100% sauber bekommen mit der Hand, weil du müsstest dann wirklich in jeden einzelnen hier so, also das ist, und das ist nur außen und innen ist dasselbe Prinzip auch. Innen
hat das auch diese Plastikerhöhung. Das heißt, auch innen kannst du so machen und müsstest innen aber auch so machen. Das kannst du nicht, weil du ja nicht durchkommst. Das heißt, du musst dann irgendwie versuchen, so zu machen. Und das heißt, deswegen ist die Reinigung, und es wird noch schlimmer, hier gibt es solche, also diesen, ach, ich muss mal richtig halt lernen, da reinzugucken. Hier sind solche schrägen Rillen. Also du müsstest dann noch schräg rein. Von innen hast du null Chance. Und deswegen ist das mit der Hand zu reinigen bei vielen, vielen Entsaftern absolut. Deswegen kotzt das auch die meisten Leute an und deswegen habe ich mir da Solostar auch nie wirklich viel entsaftet. Es gibt ja noch diesen Gummiding, dieses Silikonding, den kann man abmachen, auch noch reinigen. Und dann gibt es so, ich mache euch mal wieder hier groß zu mir. Hallo. Den kann man auch reinigen, da sind noch vier Ersatzteile mit dazu. Und den kann man abwaschen und dann quasi abtrocknen, nachdem man den abgewaschen hat. Und wenn man will, dass so ein Ding ewig hält und nicht immer nachkaufen möchte, beziehungsweise wenn er mal kaputt geht, keine Ahnung, wie lange das dauert, bei meinem anderen Entsafter habe ich den seit 5 Jahren und da ist immer noch da, der Silikonring, dann einfach mit Kokosfett einreiben und dann wieder dran machen. Und dann hält er noch länger. Das als Tipp. Also Reinigung vom Angel Juicer. Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, ich habe noch nie eine Geschirrspülmaschine gehabt. Es gibt so einen kleinen Geschirrtischspüler, den du einfach nur ohne Wasseranschluss, einfach mit Tank und Abfluss einfach ins Ding rein, um diese lästige Arbeit mir zu sparen. Gibt es übrigens, voll cool. Ich kann euch das auch mal verlinken. Aber beim Angel Juicer ist es nicht notwendig. Das heißt, du bist wirklich schnell mit der Reinigung durch. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt. Neben natürlich dem Preis, aber der ist kein Kritikpunkt mehr. Muss man einfach so sagen. Du sparst halt unglaublich viel Geld, weil du alles wildgrün, was du draußen hast, du musst nicht drauf achten, wie, wo, was, sondern du kannst alles wildgrün von draußen, was kostenlos wächst. Viele sagen, ich habe keinen Garten. Schau nach draußen, das ist unser Garten. Die Natur ist unser Garten. Du gehst da rein, informierst dich natürlich einmal, was du essen kannst, probierst halt. Ich würde dir alles empfehlen, was du in Entsafter machst, auch einmal so zu essen und zu sehen, okay, passt. Am besten ein Blatt essen und erstmal informieren. Dann ein Blatt essen, einen Tag warten, ist alles cool, weißt du, du kannst es entsaften. Generell kannst du in Deutschland alle Laubbäume essen. Wenn du sie nicht essen kannst, dann schmeckst du es und dann willst du auch nicht hinterschlucken. Das ist dann der Anteil der Gerbstoffe zu hoch, wie zum Beispiel bei einer alten Eiche. Aber eine junge Eiche zum Beispiel kannst du wunderbar entsaften. Genau, also du sparst halt unglaublich viel Geld durch den Entsafter, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, wo du einfach jeden Tag kostenlos rausgehen kannst. Wenn du kein Geld hast, ist der Angel Juicer, muss man so sagen, eigentlich eine ziemlich geile Sache. Und du kannst natürlich von den Sachen, die du kaufst zum Entsaften oder die du verwertest, hast du eine viel höhere Saftausbeute. Und bei den aktuellen Obst- und Gemüsepreisen und der Preis vom Angel Juicer ist relativ stabil, also das Anti-Inflationspaket, ja, es ist schon echt. Also ich überlege mal Folgendes. Ich habe diesen Angel Juicer ja zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, ich habe dafür nichts bezahlt. Ich kann den so benutzen. Und ich habe immer so zwei Stimmen in mir. Okay, Samu, du hast gleich reden. Ne? Du hast den quasi zur Verfügung gestellt bekommen und kannst damit machen, was du willst. Würdest du den auch kaufen? Und ich bin in einer Situation, dass ich ja, das sehr wohl im Blick habe. Weil bis auf eine Epoche in meinem Leben, wo ich viel Geld hatte, habe ich immer und freiwillig auch gerne mit wenig Geld bin ich da ausgekommen. Und da den zu kaufen, das ist immer so die Überlegung. Aber ich komme mittlerweile echt dahin, dass ich das Ding wirklich empfehlen kann. Die Haltbarkeit ist noch was. Du hast 10 Jahre Garantie drauf. Also du hast 10 Jahre Garantie und 10 Jahre abgesichert. Ich glaube, das ist wirklich, gerade für Leute, die kein Geld haben, so blöd wie es klingt, die beste Entscheidung, einen Angel Juicer zu kaufen. Weil du kannst halt wirklich draußen, du musst nichts mehr einkaufen. Du hast wildgrün draußen noch und nöcher. Und wenn du mal ein bisschen weiter irgendwie in den Park fahren musst oder sonst wohin, dann kannst du dir das ja sammeln und kannst es ins Tiefkühlfach legen und dann entsaften. Oder du würdest halt nicht entsaften und dann ins Tiefkühlfach, das geht auch. Ist halt nicht so optimal. Lieber die Blätter und dann auftauen und dann entsaften. Oder du kannst halt täglich das sammeln, wenn du das möchtest. Aber das ist halt alles wirklich kostenlos. Aber da brauchst du ein gewisses Vertrauen in die Natur, das kommt dazu. Vertrauen in die Natur, weil du hast halt nicht die Nährstoffe auf dem Tebel. Wobei, viele wissen auch nicht genau, was eine Möhre für Nährstoffe enthält. Die sagen dann, ja, ist okay. Also von daher ist es halt im Wildgrün dann nichts anderes. Und also meine Empfehlung, Angel Juicer lässt sich leicht reinigen, amortisiert sich innerhalb von einem Jahr, wenn du nur gekaufte Sachen machst. Wenn du Wildgrün isst und dafür weniger kaufst, denke ich, hast du das locker in 3-4 Monaten den Preis vom Angel Juicer wieder erreicht. Der billigste Angel Juicer aktuell ist in der Aktion, habe ich euch auch verlinkt, der ist
jetzt, ich würde euch den 7500 empfehlen, weil das ist der größte Preis, die größte Preisreduktion zum Normalpreis und er hat halt diesen automatischen Zurück. Ist mir jetzt bei mir noch nicht aufgetaucht, dass der zurück musste, die Rolle, weil es zu voll gestopft war oder so, obwohl ich den echt schon mit alten, verdirrten Kurkuma-Knollen gefüttert habe. Aber wenn, dann ist das halt der Vorteil. Und der Preisunterschied zum 5500 mit manuell zurück ist mehr oder weniger nicht existent. Und ob du nur Chirurgenstahl brauchst, weiß ich nicht. Also das wäre dann der 8500er. Auf jeden Fall die billigsten Preise aktuell im August sind unten verlinkt. Wenn du das Video nach dem August siehst oder das Video nach dem August kommen sollte, dann wirst du hoffentlich auch einen Bonuscode finden, um dass du wieder zu dem Preis kommst, wie im August war. Der ist auch unten in der Infobox. Also Angel Juicer ist echt nach 10 Jahren, wo ich jetzt hier in der Gesundheitsszene und im Rohkostbereich unterwegs bin, tatsächlich etwas, wo ich lange gebraucht habe, um den auszuprobieren. Und ich hätte es wahrscheinlich selber gar nicht gemacht, wenn nicht Angel Juicer auf mich zugekommen wäre. Und dann sagt, ey, du bist so lange in dem Business und du hast mal keinen Angel Juicer, wie kann das sein? Und ich sage halt, ja, lässt sich scheiße reinigen und ist halt mir einfach zu teuer. Nein, danke. Und dann habe ich gesagt, pass auf, mach dein Angebot. Du kriegst den und du probierst es aus. Und wenn das für dich so ist, dann ist es halt so. Und dann ist okay, aber rede nicht über etwas, was du dir ausprobiert hast. Na, jetzt habe ich es ausprobiert. Und ja, danke an Angel Juicer an dem Ding. Und es bestärkt mich halt eben nochmal auf der einen Seite zwei Dinge. Einmal bestärkt mich das in diesem ganz wichtigen Lebensmotto. Du musst die Dinge ausprobieren, um wirklich urteilen zu können. Und das zweite ist, ich denke immer, das habe ich schon so, diese ganzen Weisheiten, die habe ich schon so intus in mir. Weil ich ja so oft das kommuniziere und auch an vielen Stellen gemacht habe. Aber an manchen Stellen poppt es halt immer wieder auf. Und das war jetzt der Angel Juicer. Und vielleicht kommt noch irgendwas mit dem Angel Juicer, wo ich dann auch Kritik üben kann. Und das werde ich hundertprozentig auch tun, weil das mein altes neuronales Netz befeuert. Aber derzeit muss ich sagen, ich bin echt begeistert von dem Ding. Und dadurch, dass du es auch ja, in verschiedenen Raten zahlen kannst für Leute, die aktuell einfach nicht die 1000 Euro auf dem Konto haben, da ja, würde ich sagen, lohnt sich definitiv. Und das sage ich auch denjenigen, die wenig Geld haben. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn ihr mir vertraut, das Ding zu kaufen. Aber aktuell Stand jetzt kann ich wirklich sagen, das Ding lohnt wirklich und ihr spart damit Geld. Gut, das soll es heute gewesen sein. Eigentlich ging es ja um die Reinigung, aber die ging so schnell, deswegen konnte ich ein bisschen labern. Alles Liebe und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wenn ihr tägliche Entsaftungsvideos haben wollt, zurzeit ist es so, weil ich so begeistert bin gerade, gibt es die bei Instagram und generell Content, der ein bisschen kurzweiliger ist. Auch den findet ihr auf Instagram und vielleicht mache ich hin wieder mal einen Short auf YouTube, wo irgendwie... Es vibet nicht so richtig mit diesen Shorts. Alles Liebe, euer Samu.